Noch vor 8, 9, 10 Jahren wäre das eine heiße Frage, ein heißes Thema. Heutzutage sollte es aber nicht und das Risiko sollte minimal sein, weil vor 10 Jahren etwa hat man normal 2, manchmal sogar 3 Embryonen für den Einsatz genommen, um die Chancen zu erhöhen. Heutzutage ist das nicht mehr notwendig. Die Implantationsraten und die Erfolgsraten sind viel höher als damals. Und wenn man statt einem Embryo 2 für den Einsatz, für den Transfer nimmt, wird die Chance eigentlich nur ein kleines bisschen höher, 5, 6, 10%, aber es wird nicht verdoppelt, obwohl das Risiko wird viel höher. In der letzten Zeit war es beinahe 50% der Paare, die 2 Embryonen eingesetzt haben, die hatten dann auch Zwillinge. Und so eine Schwangerschaft kann ein hohes Risiko bringen für die Familie, für die Frau, aber besonders für die Kinder. Also wir empfehlen da immer für den Transfer nur ein Embryo zu nehmen. Und die restlichen Embryonen werden kryokonserviert. Die Kryokonservierungsmethoden heutzutage ist schon so sanft, so schonend, dass es die Embryonen nicht stresst. Und die Erfolgsraten mit diesen Embryonen, die man später aufwärmt, sind genauso wie in dem frischen Zyklus.